Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Spotify. Wir machen Kapitel 5, Raptor, dunkle Welten. Und wir sind ja letztes stehen geblieben, ich verkacke natürlich direkt. So, ja. So, mal gucken, ob wir das diesmal schaffen werden. Muss noch warm werden. Ich muss doch definitiv warm werden. So. Ich muss definitiv warm werden. Ja, sehr definitiv. So, jetzt aber. Ich meine, jetzt aber. Hallo, wollen wir nicht warten? So. Ich hab schon die ursprüngliche Version von dieser Map gehasst. Die dunkle Welt-Version ist noch schlimmer. War aber fast richtig. Was mache ich denn bitte schön? Wären diese komischen Kreissägen nicht, dann wäre es eigentlich easy. Ja. Junge. Da springe ich natürlich zu spät. Komm, ich muss das schaffen. Da spiele ich natürlich so früh und da verkacke ich komplett. So. Jetzt aber. Nein. Oh, ich könnte ausrasten. Lass ich einfach die Taste zu spät los. Wow. So weit war ich noch nie. Nein! Nein! Das hatte ich immer. Wenn man so weit ist, dann denkt man, oh scheiße, da muss man erstmal gucken, wie man genau springt. Und dann verkackt man. Aber jetzt weiß ich, dass man da etwas verzögern muss. So, jetzt. Komm, Konzentration. Ich meine. Komm, Konzentration. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Eins, so. Man muss sich in Takten werfen. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Was? Ich werde da irgendwie so komisch weggeschleudert. Eins, zwei. Eins. So. Eins. So, ein, zwei Versuche mache ich noch. Eins. So. Eins. So, machen wir einfach hier weiter. The End. Und nicht dunkle Welten. So, hier war einer hier. Level 5. Gut, wahrscheinlich ist das einfacher als dunkle Welt. Das habe ich extra gekillt, weil wegen Zeit. Da. Und so unfähig. So, ich muss da drauf. Okay.
Ja. Ah, da kann man durch. Lol. Warum sagt man das keiner? Wofür seid ihr eigentlich da? Hätte er in den Kommentaren schreiben können. Bin ich jetzt so... So Bestzeit schaffe ich eh nicht die Map, also... Kann ich mich konzentrieren. So... Okay, ich geh ab. Nein, aber... Ich hab ja gesehen. So, so. Ah. Hätte fast nice ausgesehen. Oh, das hat mich gerade verwirrt, da ich dahinter war. Ja. Besser schaffe ich nicht, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt es nicht versuchen kann. Weil wenn ich da den Anfang verkacke, kann ich ja direkt neu starten. Weil würde ich mich mehr ärgern, wenn ich nur, weil ich den Anfang verkackt habe, eventuell eine Sekunde zu spät ankomme. Das wäre ja doof. So. Ja. Ja. Manchmal fehle ich so und dann denke ich so, ja. Fail. Und so. Hast du ja gerade richtig gesehen? Nee, kann man nicht. Na. Ah! Immer diese Millimeter-Gedöns. Also die Maps, die Mapmacher, die haben da ein paar Orientierungspunkte mit Absicht eingebaut. Mann. Ah. Das ist immer so. Immer wenn ich Let's Player und mich konzentrieren muss. Dann juckt immer so die Nase, das Auge, da muss man irgendwie sich kratzen und. Ich hab doch auf den Springen-Button gedrückt. Mein Xbox-Controller. Ich glaube, die Hälfte. Zur Hälfte ist mein Xbox-Controller schuld. Da ich immer verliere. Weil manchmal reagiert der einfach nicht. So, genau. Ein letzten Punkt, wo dieser ja Dingens ist, kann man springen. Wir haben das hier. Ne, hier muss das noch später springen. Bedeutend später. What the? Das ist immer so, dann denkt man so, oh, hab ich, wie schön bin ich hier durchgekommen und dann passiert sowas. What the fuck? Das ist einfach diese Kante. Ich könnte sogar von der Kante hier so durchkommen. So, achtet, letzten Punkt, da bin ich zu spät gesprungen. Aber so, letzten, am letzten Stück war es so rauskrach, da wo ich auf die Springtaste drücken.
Da reagiert plötzlich wieder nicht mein Xbox-Controller. Warum auch immer. Da! Ah. Da ist kein Auge auf die Zeit. Ich muss gleich 10 Minuten nehme ich schon auf. Über 10 Minuten. Komm, ich kann auch keine Folge rausbringen, in dem, wo ich nichts schaffe. Also sollte ich in dieser Folge die Map schaffen. War es immer so verwirrend, dass ich plötzlich da rauskomme. So, letzten Punkt. Habt ihr gesehen. So. Okay, da muss ich die A-Taste loslassen, also die Sprungtaste. Also jetzt auf dem Xbox-Controller die grüne Taste. Ist ja grün und A, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich auf den Xbox-Controller geguckt, jetzt bin ich gestorben. Zu spät. Perfekt. Oh, da muss ich einen Schlüssel holen. Oh, verdammt. Nein! Das ist immer so. Ah. Denk mal so, oh, ich habe es fast geschafft und dann. Naja. Ich habe auf die Springtaste gedrückt. Ich weiß nicht, ob das Spiel für euch irgendwie auf Dauer zu langweilig wird. Also ich lasse es erst nur, weil ich das damals angefangen habe. Damals war es noch easy, ne? Die ersten Levels. Und jetzt ist es auch schwer. Und ich habe dann kaum Reserven, gedanklich, um etwas Sinnvolles zu sagen. Da bin ich dann hochkonzentriert am Spielen. So, jetzt. Ah. Die Frage, wie sah mache ich das? In einen Jump? Oder muss ich da... Okay, in einen Jump glaube ich nicht. Nein! Oder doch in einen Jump? Nein, jetzt muss ich ja vorne. Und was passiert eigentlich? Da ist nicht sogar einfacher. Frage ich mich gerade, was ich da gemacht habe. Bestimmt die Profi-Abkürzung. Was ist eigentlich, wenn ich von hier aus? Ah, schade. Hab gedacht, vielleicht hätte ich noch eine Profi-Abkürzung gefunden.
Also ich, boah, ich schaff das die ganze Zeit da, aber jetzt schaffe ich das nicht, oder wie? 15 Minuten Aufnahme. Und ich nur einfach schlecht spiele. Ja, hätte ich springen müssen. Okay. Komm Leute, ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Vielleicht schaffe ich diese Map oder auch nicht, ich weiß es nicht. Sehen uns auf jeden Fall bis dahin. Ciao.